meine Lieben. Heute ist Sonntag, mittags. Was essen wir da am liebsten bei uns in Wien oder in Österreich? Ein schönes Brathändel mit einem Risibisi und einem grünen Salat dazu. Ich werde jetzt ein paar Schritte zeigen, wie ich so ein Händel am Sonntag mittags mache. Und so habe ich da ein schönes Bio-Händel gekauft. Ich gebe mir das dann meistens in die Abwasch hinein und salze das. Und zwar tue ich mir dann leicht beim Reinigen, weil ich nicht überall das Salz herumliegen habe. Schön salzen, außen auch ein bisschen, kann man ruhig großzügig sein. Ja? Das Ganze lasse ich dann ein bisschen stehen, dass sich das Salz ein bisschen auch ins Fleisch einziehen kann. Gib es da in die Pfanne. So, in der Zwischenzeit mache ich dann doch wieder drauf sauber. Das gehört auch dazu. So, ruckzuck ist wieder sauber. So, und wenn das dann ein bisschen eingezogen ist, das Ganze, habe ich da ein bisschen Paprika mit Öl vermischt. Und dann würde ich das ganze Händel ein bisschen einpinseln, damit es dann noch eine schönere Farbe bekommt. So, die Haxen, die Flügel. So. Dann gebe ich einen Schuss Öl noch dazu. Die Haut vom Händel lässt eh noch ein bisschen Fett, also das reicht vollkommen. Und dann gebe ich noch ein bisschen Butter dazu. Und die Butter gebe ich auch deswegen dazu, weil die Molke in der Butter bräunt beim Braten und wenn ich dann aufgieße, habe ich ein Saftel mit einer schönen Farbe. So, und so schiebe ich das jetzt ins Rohr. Das Rohr habe ich vorgeheizt auf 200 Grad und so lasse ich es einmal die erste Stunde im Rohr drinnen. Und wie ich dann den Reis dazu mache, das zeige ich dann ein bisschen später. Meine Lieben, wir haben das Händel jetzt nach einer halben Stunde habe ich schon einmal aufgegossen. Wir schauen uns das jetzt an und werden jetzt nach einer halben Stunde wieder mal aufgießen. Man sieht eine schöne braune Sauce. Herrlich schaut das aus. So. Das lassen wir noch ein bisschen drinnen. In der Zwischenzeit habe ich da schon hergerichtet zum Reis kochen. Und zwar, ich habe da die eineinhalbfache Menge Wasser zum Kochen gebracht, leicht salzen. Eine Zwiebel mit Nelken gespickt kommt dazu. Der Reis kommt dazu. Also ein Heferl mit Reis und eineinhalb Heferl mit Wasser. Das ist eine einfache Rechnung. Reis ist jetzt drinnen, ein bisschen Butter geben wir noch dazu. So, das Ganze beginnt jetzt zu köcheln. Das lassen wir circa so eine schwache Minute köcheln, decken das dann zu, drehen die Flamme ab und lassen den Reis nur mehr quellen. In der Zwischenzeit mache ich die Marinade für den grünen Salat. Ich habe dann einen Eisbergsalat genommen, der ist schon gewaschen und wir machen eine ganz klassische Wiener Marinade und zwar nehme ich da immer einen Kaffeelöffel Salz, drei Kaffeelöffel Zucker, man kann natürlich statt Zucker auch einen Süßstoff nehmen, dann nehme ich einen normalen Tafelessig und gebe ein Drittel vom Glas Tafelessig dazu und zwei Drittel kaltes Wasser. So, das Ganze rühre ich um, dass sich es auflöst. Kommt dann über den Salat. Dazu gebe ich
auch das Öl. Ich nehme heute zum Beispiel ein Leintotteröl von der Ölmühle Fandler. Beim Öl immer was Hochwertigeres nehmen. Sonnenblumenöl, Rapsöl oder eben das Leintotteröl. Kommt dann drauf, wird durchgemischt und kommt dann auf den Tisch zum Händel dazu. So, in der Zwischenzeit kocht auch der Reis schon schön. Wie gesagt, eine Minute kochen lassen. Dann den Deckel drauf. Und einfach abdrehen. Ja, das wär's. Ein bisschen brauchen wir noch. Und in circa einer Viertelstunde werden wir dann anrichten können. So, jetzt werden wir uns das Händel da filetieren. Zuerst das Einhacksel schneiden wir runter. Wenn es schon weich ist, braucht man das dann nur so wegdrücken. So. Und das andere Haxel. Da schneide ich jetzt noch die Brust vom Knochen. Ich kann auch extra geben. Zum Knappern dann das Flügel noch. So, der Rest ist dann zum Abkiefeln. So, jetzt haben wir unser Risibisi, unseren Salat, das Händel, den Safterl, fehlt uns noch ein gutes Glas Wein dazu. Da habe ich mich entschieden für den Chardonnay von Leo Aumann. Also, viel Spaß beim Nachkochen und Mahlzeit.